Hallihallo zusammen, es ist mal wieder Sonntag und das heißt, dass wir wieder eine, ja, gepflegte Runde talken werden. Und heute habe ich einen echten Lautsprecher dabei, holt euch schon mal die Oropax, ich halte mir auch mal die Ohren zu und dann gebe ich einfach mal weiter an den, ja, ihr wisst schon wen. Hey everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen, ja, zu einer weiteren Let's Talk Runde hier mit dem guten Hadi. Ich freue mich hier zu sein, super. Ah, so, hast du schon was gesagt? Ich habe jetzt die Oropax wieder rausgenommen. Ja, also ich denke schon, dass es verständlich war. Okay, ich regel das nachher runter in der Aufnahme. Ja, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, was du so machst, wo du herkommst, wer du bist, was du tust, was du willst. Ja, genau. Also ich bin auch Let's Player auf YouTube. Hab im Dezember 2013 bin ich an den Start gegangen, also ganz kurze Zeit nach dir. Ja, freue mich tierisch in der YouTube-Community unterwegs zu sein. Ich mache, ja, wie gesagt, Let's Plays, hauptsächlich aber von RPG-Maker-Games. Das ist eine kleine Randgruppe, würde ich sagen. Aber das ist so, ja, mein Herzblut. Damit bin ich aufgewachsen. Damit habe ich meine Kindheit und meine Jugend beim Spielen verbracht. Einfach super, eine geile Indie-Szene. Da habe ich einiges in der Richtung auf meinem Kanal schon drauf. Gehe aber auch ein kleines bisschen in die Richtung Voice-Acting auch. Plane ich zumindest. Ich habe noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel meine Thinking Games, wo ich auf philosophische Art und Weise den Leuten Weisheiten aus den einzelnen Spielen näher bringe. Oder auch meine Bedtime Stories, wo ich dann eben ein kleines bisschen unheimlicher und seriöser zu Werk gehen werde. Das sind so die Hauptpunkte in meinem Kanal. Und ich hoffe auch noch sehr viele gemeinsame Projekte mit anderen Let's Playern zu machen. Macht mir tierisch Spaß, auch gerade solche Talkrunden. Und vielleicht auch den ein oder anderen Voice-Over. Ja, so viel zu mir. Ja, ich habe mal reingeschaut. Also gerade diese Thinking Games und Bedtime Stories finde ich schon eine geile Sache. Also ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Ja. Ich fand's wirklich gut. Danke, das freut mich sehr. Man sieht ja immer schon seit einer ganzen Weile diese Creepypastas, wo überall eigentlich auch YouTube voll Müllen in Anführungszeichen. Versteh mich nicht falsch, das sind echt gute Sachen teilweise. Manchmal ist einfach nur Müll. Vor allem zum Großteil wird es einfach nur, ja, stur runtergelesen. Und ich dachte mir, in die Richtung möchte ich auch was machen, weil ich arbeite sehr gern mit meiner Stimme und versuche halt so ein bisschen mehr Ausdruck zu verleihen. Und auch gerade in die Richtung Grusel kann man eben so extrem viel machen, stimmlich und mit ein paar Audioeffekten. Und deswegen dachte ich mir, versuchst du es halt mal so. Und bis jetzt scheint es ganz gut anzukommen. Danke. Ja, also mir gefällt es sehr, sehr gut. Schaut auf jeden Fall da mal rein. Weil ich nenne dich jetzt einfach Mikey. Passt. Mikey. Weil genau. Wenn ich immer Screaming Mikey G sage, dann habe ich nachher keine Luft mehr, um über die wichtigen Dinge des Lebens zu reden. Genau, Screaming Mikey G ist mein Kanal, aber nennt mich einfach Mikey, wie jeder andere auch. Ganz genau. Wir sind natürlich zum Reden hier, ne, und haben uns ein paar schöne Themen im Vorfeld schon mal rausgesucht. Oh ja. Es geht unter anderem, da bist du ja der Gott aller Götter heutzutage, ja, um Retro-Games, beziehungsweise Pixel-Monster. Aber wir fangen mal mit einem ganz anderen Thema an. Und zwar bin ich da drauf gekommen, als ich die Tage im Auto saß und Radio gehört habe, unser alter Bundespräsident, ja, der Herr Christian Wulff, jeder kennt ihn, jeder mag oder hasst ihn, wie auch immer. Der ist ja freigesprochen worden in sämtlichen Anklagepunkten zwecks des Korruptionsskandals. Und ich habe mir mal ein paar Gedanken darüber gemacht. Seine politische Karriere ist da ziemlich im Eimer. Ja, obwohl er eigentlich Breifruch. Er hat einen Breifruch gekriegt. Eine Breifruch! Einen Freispruch bekommen hat. Und es gibt da ja noch ein ganz anderes Beispiel, auf das ich dann gekommen bin. Und zwar Andreas Thür. Kennst du den noch? Oh ja, da klingelt was. Genau, schon eine Weile her. Auch eine Geschichte. Hochgelobter Talkmaster, überall beliebt. Und dann kommt irgendeine Troller daher und sagt, er hat mich vergewaltigt. Im Endeffekt gab es da überhaupt gar keine Anklagepunkte. Auch er wurde komplett freigesprochen. Aber was mich halt so interessiert ist, obwohl es ja dieses Unschuldsprinzip gibt, bis eine Verurteilung stattgefunden hat, werden die Menschen ja eigentlich heutzutage, sobald irgendwas ist, verteufelt und zum Teufel gejagt, obwohl sie im Endeffekt nichts dafür können, obwohl sie nichts gemacht haben. Ja, das stimmt wohl. Also ist es tatsächlich so, dass Menschen zu schnell vorverurteilt werden heutzutage? Ich sag mal so, das, denke ich mal, trifft leider wohl oder übel zu und denke, das wäre auch eine Sache, die schon eine ganze lange Zeit da ist. Ich glaube, so lange können wir nicht mal mehr zurückdenken, wie lange das schon da ist und wird wohl oder übel vielleicht auch gar nicht weggehen. Aber ich sag's mal so, Vorverurteilen, das gibt ja viele Aspekte davon, würde ich jetzt sagen. Jetzt gerade nicht nur, wenn es um sowas geht, sondern auch die Präsenz, wie jemand auftritt.
zum Beispiel. Genau. Gerade wenn dir irgendjemand Neues gegenübertritt, so, du läufst mal mit etwas offeneren Augen durch deine Stadt und guckst dir die Leute so an. Und das Erste, was du eben denkst, ist eben das, was dir am Optischen in den Sinn kommt. Du siehst die Leute, du siehst, wie sie aussehen und anhand dessen beurteilst du sie. Und das ist genau eben das. Ja, das ist halt genau das. Ja, das ist, du hast ja gesagt, das reicht schon sehr, sehr weit zurück, ne? Ja. Man kann ja jetzt auch ganz einfach mal die Hexenverbrennung zum Beispiel nennen. Das war ja eigentlich genau so eine Chose. Hexenverbrennung, Inquisition, das ganze Zeug da, absoluter Psycho-Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt in der heutigen Zeit. Natürlich unvorstellbar sowas, weil, mein Gott, dafür gibt's ja auch Entwicklungen und das Ganze, ja, was man im Laufe der Zeit durchmacht. Aber Wahnsinn, ein einziges falsches Wort damals und dir wurde der Kopf kürzer gemacht. Genau, und heute ist es halt dann die Anschuldigung, obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, und das finde ich eigentlich so schockierend. Ja. Es mag ja sein, dass das, gerade Politiker haben ja eh nicht so das beste Ansehen, sage ich mal. Aber im Endeffekt, wenn man das mal auf den Mann bezieht, ja, der hat nicht nur seine politische Karriere verloren, der hat auch seine Familie verloren. Und steht mit nichts da, würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat ihn schon richtig hart erwischt eigentlich, ne? Obwohl im Endeffekt das Gericht sagt, da ist überhaupt nichts dran, das stimmt nicht. Und das hat halt auch 2 Jahre gedauert, bis halt diese Unschuldsvermutung bestätigt worden ist. Ja, klar, das ist halt genau das. Gut, ich kenne mich mit den Sachen nicht aus, wie Gerichte und Anwaltskanzleien alles arbeiten. Es wird irgendeinen Grund wird's haben, warum es länger dauert. Teilweise verstehe ich es aber dann trotzdem nicht. Das ist so eine, ja, eigentlich schon wichtige Sache, so lange hin und her geschoben wird und dann kommt erstmal doch nichts raus und dann kommt eine höhere Instanz, die sich darum kümmern muss und es passiert noch weniger und es dauert einfach ewig, bis Entscheidungen getroffen werden. Mhm, das ist einfach, ich kann es nicht nachvollziehen und deswegen verstehe ich es auch nicht in manchen Sachen. So kleinere, was heißt kleinere? Der Otto Normalverbraucher, da wird sowas ratzfatz innerhalb von einem Monat gemacht und wenn dann irgendwelche Politiker, Prominenten, was auch immer im Fokus stehen, die dasselbe gemacht haben, dann wird es Ewigkeiten rausgezogen, wie auch immer. Und da kann man jetzt auch wieder das Ganze als Promi-Bonus verstehen. Und ich bin mir... Als Bonus? Ich sehe das eher als Nachteil. Sowohl als auch. Ich sag's mal so, in diesen zwei... Wenn er jetzt sofort verurteilt worden wäre, sofort weg. Könnte nichts mehr machen. In den 2 Jahren jetzt hat er jetzt auch Zeit gehabt, Präventivmaßnahmen einzuleiten, sich darauf vorzubereiten, für eventuell was passieren kann. Ja. Mehr Zeit. Das haben... Der durchschnittliche Mensch eher nicht. Aber das klar, aber gerade weil es so lange im Gespräch war, wird alles immer negativer bewertet, wird immer weiter runtergedrückt und das schadet dem Ansehen halt immens. Und das ist halt genau das. Richtig. Andreas Türk zum Beispiel, der hat ja mittlerweile, glaube ich, sogar wieder einen Job in der Medienbranche bekommen. Trotzdem hängt irgendwie sein ganzes Leben immer noch das Image halt an ihm, ne? Das Image des Vergewaltigers. Ja, das auf jeden Fall. Wenn man einmal zu sowas verschrien ist, da kommt man auch nicht mehr so leicht runter, wenn überhaupt. Das Ganze wäre auch wie ein, wie heißt er nochmal, der Wettermann, Kachelmann, genau. Du hast nichts gehört von dem, nichts Schlechtes, überhaupt nichts. Er war öfters mal in seiner Werbung tätig und war halt der sympathische Wettermann. Auf welchem Kanal auch immer. Und dann kommt genau dasselbe eigentlich, dass jemand ihn dann so, ich will jetzt nicht sagen bloßstellt, wenn er es getan hat, ist er ein Schwein, ganz einfach, der Meinung bin ich. Richtig. Weil sowas macht man einfach nicht. Da sind wir uns auch einig, glaube ich. Absolut. Da braucht man auch nicht mehr drüber diskutieren. Ich sag nur Backsteintherapie. Genau. Und ja, aber das sieht man halt mal, wenn jetzt jemand über den redet, ist es auch nur deswegen und nicht wegen allen anderen Dingen. Das ist halt genau das. Traurig eigentlich, ne? Eigentlich traurig, ja. Da muss man auch mal sehen, zum Beispiel, ich habe letztens mal irgendwo was gehört, zum Beispiel, dass Internetzeit was komplett anderes ist als reguläre Zeit, dass zum Beispiel was heute aktuell ist, ist 2 Wochen später schon als retro, uralt anzusehen und was auch immer. Und dass man eigentlich ins Vergessenheit gerät, wenn man eine Weile lang nichts von sich hören lässt. Aber sowas... Das vergisst man nicht. Sowas wird nicht vergessen, genau. Genau, das Image hat er. Und jeder andere auch, ne? Ja. Dann gibt ja dann noch einen ganz bekannten Fall, das ist mit dem Herrn Hoeneß. Na, der hat es ja öffentlich zugegeben, dass er Steuern hinterzogen hat. Nur das wird sehr vorsichtig behandelt, glaube ich. Also da ist jetzt nicht so ein Hype drum, dass die Leute sagen, was ein Charakterarsch, wie auch immer. Sondern da ist ja Oton eher, hey komm, der Mann hat einen Fehler gemacht, ne? Es geht halt einfach nur darum, beziehungsweise die Befürchtung ist ganz einfach, dass er da halt den sogenannten Promi-Bonus erhält, was das angeht, ne? Ja, genau. Das sind jetzt halt auch wieder die Umstände, wie man darauf eingeht bei dem Ganzen. Ich meine,
ist ja große Nummer FC Bayern, ne? Wenn ich da richtig informiert bin, mit meinem nicht vorhandenen Fußballwissen. Ja, vollkommen. Genau, und eben, da kann man jetzt wirklich eigentlich wieder in die Richtung hingehen. Allerdings, weil er selbst zugegeben hat, ist das wieder ein Sympathiebonus bei denen, die ihn sowieso schon mochten oder bei denen es neutral war. Alle, die ihn nicht mögen, da wird sofort das Rumgehate da gewesen sein. Oh, da muss sofort hinter Gittern, mit Sicherheit. Mhm. Aber alle anderen, wo eben eher neutral oder positiv dem Kerl zugewandt waren, da war also, ja, er hat es ja selber zugegeben. Kann man da nicht ein Auge zudrücken? Nein, nee, sollte man nicht. Das ist ja das Ganze. Das ist dann wieder dieses Ganze, eine Person auf ein Podest stellen als Idol, Götzenbildverehrung, was auch immer, was ich totalen Bullshit finde. Mhm. Und das ist dann auch eben, ich sage jetzt nichts gegen Fußballfans. Mein Gott, jeder soll Hobby haben und angucken, was er will. Ich gucke ja auch ab und zu Fußball, so ist ja nicht. Aber ja, das ist halt dann der Zuspruch, der von den Fans dann kommt, von dem Verein, denke ich mal, die dann auch auf der Seite von ihm stehen, so, ah ja, komm, lass doch mal, der ist doch so ein guter Kerl und alles. Richtig. Wenn er eine Straftat begangen hat, muss er auch dazu stehen. Das muss jeder, das ist ganz klar. Also, das hat ja auch überhaupt nichts mit seinen wirklich positiven Taten im Bereich des Fußballs zu tun. Nein, absolut nicht. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Ganz genau. Nur wenn er Scheiße verzapft, muss er dazu stehen und dann kann nicht gesagt werden, okay, pass auf, das ist ja eine Person öffentlichen Interesses und deswegen kriegt er einen kleinen Boni. Ja? Und dann ist das nicht so schlimm, aber wenn das jetzt ein normaler Handwerker gewesen wäre, der, keine Ahnung, 2000 Euro Steuern hinterzogen hätte, der hätte richtig auf den Sack gekriegt. Ganz genau, das ist halt das, was ich vorhin meinte. Genau, und das zieht sich halt jetzt wieder, ne? Genau, der Otto-Normalverbraucher ist ja gleich am Sack. Und bei sowas ist es halt wieder eine andere Sache. Ich meine, in dem Fall Hut ab, dass er sich selbst dazu bekannt hat. Ich meine, wie viele Fälle sieht man jedes Jahr oder wann auch immer, wo dann rauskommt, ja, seit Jahrzehnten Steuerhinterziehung, um es mal auf die Spitze zu treiben. Denken wir auch so. Ja, wobei da ja auch noch nicht letztendlich aufgeklärt ist, wieso er sich selbst gestellt hat. Ich habe heute einen Artikel darüber gelesen, er angeblich von der Bank Bescheid bekommen hätte, dass ein Sternreporter recherchieren würde. Aha. Und dass ich daraufhin erst gestellt hätte. Aber das sind alles Mutmaßungen und was man liest, was man hört. Im Endeffekt müssen dann die Richter entscheiden, ne, was ja der Sache ist. Und solange er seine Strafe kriegt, ist auch alles schön und gut. Genau. Ja. Und ja, mehr gibt's dazu, glaube ich, dann auch nicht zu sagen. Aber wo wir schon mal bei dem Thema sind, ja, dass Dinge oder Menschen zu schnell vorverurteilt werden, das kann man ja auch auf die Spiele beziehen, wo wir nämlich jetzt mit einer Wahnsinnsüberleitung zum zweiten Thema kommen. Aber richtig, wow. Pixelmonster. Ja, da ist es ja ähnlich. Ich sehe ein neues Spiel auf Steam, guck mir einen Screenshot an und denk, was zur Hölle? Das werde ich doch nie im Leben spielen. Guck dir das mal an. Dieses Minecraft oder dieses Starbound. Genau, dieses Minecraft, das wird sich niemals durchsetzen. Das wird sich niemals durchsetzen. Niemals. Da kriegt man ja Augenkrebs. Ne? Und es ist tatsächlich auch so, ich habe Minecraft mir irgendwann mal dann tatsächlich angeguckt, weil es mich einfach interessiert hat, weil jeder darüber geredet hat. Und ich mir gedacht hätte, irgendwie muss das ja was haben. Und habe am Anfang, als ich das erste Mal eingeloggt bin in das Spiel, habe ich gedacht, was zur Hölle? Das machst du keine 10 Minuten, was ist das denn Schrott? Ja. Und dann habe ich das, glaube ich, 10 Stunden am Stück durchgespielt. Ja, das ist auch so ein Game mit Suchtpotenzial. Bei mir war das recht ähnlich. Ich hab's ehrlich gesagt noch nie selbst gespielt, habe aber dann ständig irgendwo mal drüber gehört und habe dann mal bei gewissen größeren LPern mal einfach geschaut, was die so machen. K-Block und, hoffe ich. Genau. Und einfach mal geschaut, ja, was es ist. So, ja, okay, ab und zu kann ich mir, wenn jemand so Standard, es ist einfach Standard, wenn jemand das Spiel ganz normal spielt, wofür es entwickelt wurde, nämlich zum Aufbauen von einer Welt, ja, das kann ich mir ab und zu mal eine Weile angucken, vielleicht so für 20, 30 Minuten, aber wirklich nur ab und zu. Dann ist halt nicht meins das Ganze. Soll jeder spielen, was er will, aber das ist einfach nicht meins. Ich finde es dann halt schöne Abwechslung, wenn halt verschiedene Spielmodis gespielt werden. Ja. Um Abwechslung einfach reinzubringen. Wenn zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mal bei einem Hunger Games Modi zugeguckt, was ich recht witzig fand, wenn man es mit vielen Leuten spielt. Kann echt ganz witzig sein. Da gibt es dann noch diverse andere Sachen und vor allem, meine Güte, ich habe überhaupt keinen Überblick, was da alles gibt, aber demnächst werden ja auch noch, was weiß ich, so Mecher vorgestellt, die jetzt noch ins nächste Update reinkommen, was ich zufällig gesehen habe. Da läufst du dann mit einem Kampfmecher rum und kannst damit Zeugs abbauen, mit einem Laserstrahl und sowas. Genau. Wahnsinn. Ja, ja, das hat sich schon ganz gut entwickelt, aber ja. Wie gesagt, es gibt ja dann auch noch andere Spiele, wo du im ersten Moment denkst, hey, was sind die so pixelig? Aber momentan ist es ja da tatsächlich auch so, dass diese Pixelspiele, die halt nicht in Ultra 5D-Grafik mit Geruchssinn kommen, ja, dass die ganz große kommen sind.
Ja, das stimmt. Da scheint sich wieder irgendwie, in Anführungszeichen, so ein Trend anzubahnen, was das angeht. Schon eine Weile, seit letztem Jahr eigentlich schon, Ende letzten Jahres so, dass eigentlich auch wieder mehr auf die Retro-Schiene eingegangen wird, zumindest vom Style her. Mhm. Da haben zum Beispiel, ich habe da ein LPT mit ein paar Kollegen gemacht von einem Game, das heißt Hammerwatch. Auch auf Steam und bei Humble Bundle und so erhältlich. Super Game Dungeon Crawler. Ja, auch in richtig schöner Pixelgrafik und Musik auch in dem 80er SNES-Style daherkommt und wirklich, wirklich Spaß macht. Man hat zwar hinterher, man glaubt zumindest, dass man keine Finger mehr hat an der Geschwindigkeit, wie man rumdrücken muss, um seine ganzen Geschosse abzufeuern, aber macht tierisch Spaß. Und gerade die Vielzahl an Games, die da gerade rauskommen, da gibt es ja auch noch so eins, das ich auch gerade spiele, Rogue Legacy. Sagt ihr bestimmt auch was? Rogue Legacy, ja. Ist auch so eine Art Dungeon Crawler, kann man sagen. Aber das ist zum Beispiel auch was. Finde ich eigentlich recht innovativ, das Ganze. Die verschiedenen Spielmodi, wo die Charaktere an Schwächen haben, dass man zum Beispiel nur schwarz-weiß das Ganze sieht oder mal alles auf dem Kopf durchspielen muss, weil sich ja immer, wenn du stirbst, dann bekommst du einen neuen Charakter quasi. Das ist dann quasi der Sohn von dem, der gerade gestorben ist, um so ein bisschen auf eine Familienhierarchie herunterzubrechen, das Ganze. Und das finde ich halt echt super interessant und witzig. Und da gibt es auch einen Modus, der heißt, The One. Dann siehst du alles so im Matrix-Style. Das ist super cool. Ich habe mich tierisch bepisst vor Lachen, als ich das gesehen habe. Es ist ja tatsächlich so, dass in Zeiten von PS4 und Xbox One, ja, den Grafikhuren schlechthin. wie kann es dann sein, dass diese Pixel-Dinger, ja, die halt nicht auf die Ultra-Grafik setzen, so im Kommen sind, dass sie so heiß begehrt sind? Ja, ist eigentlich schon unglaublich, gerade an Betracht dessen, was man alles so demomäßig sieht bei den ganz großen AAA-Helden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Aber das wird, glaube ich, hauptsächlich daran liegen, weil die Indie-Szene seit eineinhalb bis zwei Jahren richtig groß aufboomt und die Leute gerade durch die ganz, ganz großen LPR auf YouTube eben da so viel Einblick bekommen haben, dass sie dachten, ey, das ist ja gar nicht mal so schlecht, was da abgeht, tauchen wir doch da auch mal rein. Das ist zumindest das, was ich denke, warum sich solche Titel trotzdem einigermaßen behaupten können in der großen Masse der AAA-Titel. Also es kommt dann doch mehr auf das Spiel an sich an, ja, auf die, wie soll ich das sagen, ob es was Neues mal ist, auf den Spielstil an und weniger auf die Grafik. Weil du kannst damit, also heutzutage mit Grafiken, da weißt du ja teilweise gar nicht mehr, hey, ist das jetzt programmiert oder hat sich da ein Schauspieler hingestellt, ne? Ja, genau. Das ist echt, also ich finde es auch echt interessant. Ich finde auch, wenn richtig schöne Grafik da ist und die Synchronisation super ist, so wie zum Beispiel bei, ich mochte es von der Inszenierung her, Beyond Two Souls zum Beispiel. Ja. Fand ich super klasse aus einem filmerischen Perspektive, was das angeht. Fand ich ein richtig, richtig gute Geschichte, gute Inszenierung, richtig toll. Eins der grafisch besten Spiele, wo letztes Jahr rausgekommen ist, auf jeden Fall. Aber trotzdem, die Innovation, was man auf der Game-Entwicklung gerade sieht, die geht halt eigentlich eher momentan bei der Indie-Szene einher, was man halt merkt. Die ganzen großen AAA-Hersteller, die bauen eigentlich momentan immer nur auf Riesengrafik, auf Hauptsache, es sieht gut aus, sodass man kein einziges Polygon mehr unterscheiden kann. Ist ja auch schön und gut, wenn man die Ressourcen hat, das Ganze so aufzuziehen. Dabei kommt halt manchmal auch der Spielspaß und das Gameplay bis jetzt so kurz, würde ich sagen. Und das ist bei manchen halt ganz gewaltig. Ja, es gab einen ganz guten Titel, den ich auch spielen wollte. Ich sag jetzt keinen Namen. Ja. Der wurde angepriesen mit einer Hammer-Grafik und das sah auch alles super geil aus in den Videos etc. pp. Jetzt bin ich ein Mensch, der nicht jede Woche seine Hardware mal upgradet. Ja. Und ich konnte das Ding wirklich ohne Lags nur auf niedriger Grafik spielen. Puh. Und hab mir dann gedacht, und da gab's auch dann großer Aufschrei in den Foren, dass es so viel Leistung einfach frisst, das Spiel. Dass nicht mal 10% aller Spieler das wirklich auf höchster Grafik spielen können. Ne? Und da frage ich mich dann auch, was kommt jetzt bei dem Spiel, wo kommt's drauf an? Ja klar, möchte ich natürlich je nach Welt, je nach Spiel auch einen kleinen grafischen Anspruch haben. Ja, klar. Jetzt gerade spiele ich ja zum Beispiel Starbound, da ist mir die Grafik, da finde ich die Grafik auch schön. Ja, es ist keine High-End-3D-Grafik, aber ich finde, es ist alles liebevoll gemalt und pixelig. Ich finde es toll. Ja, genau. Und mir gefällt einfach das Spielprinzip. Nur ich kann doch nicht hingehen als Entwickler und ein Spiel anpreisen mit einer Hammer-Grafik und du kannst es kaum noch unterscheiden.
und dann im Kleingedruckten irgendwo schreiben, ja, aber du vielleicht dann doch, weil du gehörst nicht zu den Leuten, die einen 3.000-Euro-Rechner da stehen haben. Genau, also ich habe so den Eindruck zumindest, was das angeht, wenn ich mir das so überlege, dass sich die ganzen PC-Hersteller, die Firmen, die für PC eben die Games herstellen, ja, sich so unter Druck gesetzt sehen, gerade von der Xbox One und der PS4, von der Leistungsfähigkeit vom Grafikprozessor, dass sie eben denken, wir müssen trotzdem die ultimative Dings abliefern, die Grafik muss trotzdem besser sein als bei der PS4 und bei der Xbox One. Und da wird halt dann eben nicht das Ganze eben so schlecht umgesetzt, in Anführungszeichen, dass eben nicht auf jeden Rücksicht genommen wird. Und dass eben, wie du sagst, nicht jeder einmal in der Woche in seinen Computershop rennt, um sich die neueste Grafikkarte oder RAM-Riegel zu kaufen. Naja, richtig. Nee, ist auf jeden Fall, ich finde den Trend eigentlich ganz gut. Also jetzt nicht den der Grafikschlampen, sondern dass es immer mehr Richtung Indie-Schiene geht, dass auch die Games, wo man vielleicht auf den ersten Blick denkt, so was tue ich mir nie im Leben an, da kriege ich ja Augenkrebs, dass die ganz groß im Kommen sind und total beliebt sind in der Community. Ich finde das super. Ich bin ja auch ein Spieler der ersten Stunde, damals noch auf C64. Da war die Grafik auch nicht viel besser. Es gab teilweise aber bessere Spiele als heutzutage. Das finde ich total gut. Das ist unvorstellbar, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist wieder eine tolle Überleitung. Jetzt passt genau auf zum nächsten Thema. Und zwar geht es um Retro-Games. Boom, jawohl. Gibt Spiele, wo du sagst, ey, die Dinger sind so scheiße alt, aber die sind so scheiße gut, die spiele ich heute noch. Ja, und da gibt's ein ganz großes, ich bin ja in der SNES-Ära groß geworden. Ja. Und einer meiner absoluten Lieblingstitel darauf ist Terranigma. Okay. Von damals nur Enix, wo sie noch allein unterwegs waren, bevor Square dazugekommen ist. Aber ein Wahnsinnstitel. Hast du den auch gespielt? Terranigma nicht, nee, ich bin der Secret of Mana-Typ gewesen. Okay. Und du wirst lachen, ich habe heute mein Super Nintendo noch bei mir neben dem Fernseher stehen mit Secret of Mana geladen. Ah, geil. Ja. Nee, also Terranigma, eins meiner absoluten Lieblingsgames, gerade von der Art und Weise. Man wurde absolut erschlagen von dem Ding, weil es war auch eins der letzten Super Nintendo-Spiele, bevor der N64 von Nintendo rausgekommen ist. Ja, genau. Und da wurde meiner Ansicht nach wurden da alle Register gezogen. Grafisch absolute Top-Leistung in der Pixelbranche. Soundtrack, da sind Musikstücke dabei, da kriegt man Gänsehaut. Und das von 16-Bit-Musik, das muss man sich mal überlegen. Das ist unfassbar eigentlich. Das ist der Wahnsinn, denn der Inhalt von dem Spiel eben, du öffnest in der Unterwelt, in der du zu Hause bist, aus Versehen die Büchse der Pandora. Und das kann vorkommen. Ja, also ich weiß nicht, das passiert mir einmal in der Woche. Ja. Und ja, und du bringst halt mal damit die komplette Erde zum Untergang. Und es ist jetzt deine Aufgabe, die komplette Welt wieder die Kontinente zurückzubringen, sie wieder mit allen Pflanzen, mit allen Lebewesen zu besiedeln und den Fortschritt wieder so weit voranzutreiben, dass es wieder in die heutige Zeit vorangeht. Okay. Und du siehst quasi dich mit deinem Held, der auch reden kann, was ja in der SNES-Ära nicht unbedingt so typisch war manchmal, da hat man auch, siehe Link, der redet ja nie, der sagt vielleicht mittlerweile, genau, hey und come on und das war's auch schon. Ach, der war vertont, komplett, oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, weil Link hat ja überhaupt keine Sprachausgabe und hat auch keine Dialogboxen, das meine ich. Ja, okay, ach so, Dialogbox, ja. Und ja, bei dem Spiel ist es halt wirklich so, du stehst vor der Aufgabe, die komplette verdammte Welt wieder aufzubauen. Da denkst du nur so, boah, Wahnsinn. Das hat sich ja schon gelohnt, heute aufzustehen. Ja, wirklich. Und die Kontinente sind halt wirklich von der Art und Weise her genauso, wie wir sie eben kennen, später in der Oberwelt, wenn man da hinkommt. Und man kann überall Sachen rausfinden, alles erkunden da und so viel Liebe zum Detail. Wahnsinn, das habe ich selten gesehen. Ist ein Action-RPG. Das heißt, es ist kein rundenbasiertes. Man haut direkt auf die Gegner drauf und kann auch schön ausweichen und alles. Ja, du bist ja totaler RPG-Fan, ne? Ja, absolut. Genau, da kommen wir dann auch wieder dahin, ne? Ist es denn noch so, dass die Dinger tatsächlich heute noch gespielt werden? Also 2D-RPGs, haben die Zukunft? Oder ist das dann eher doch so eine Randszene, wo man sagt, okay, du sagst ja, du machst viel mit dem, wie ist das Ding? RPG-Maker-Games, genau, ne? Ganz genau. Ich muss sagen, ich habe mich auch mal dran versucht und bin kläglich gescheitert.
Einfach weil ich die Zeit nicht mehr hatte. Das ist halt mega aufwendig. Es gibt da ja ein paar richtig krasse Titel, ne? Die ist wirklich von irgendjemandem, der sich mal hingesetzt haben, teilweise sogar in die Boxen reingeschafft haben. Ne? Auf Vampire jeden Fall. Storm, glaube ich. Vampire war Storm. Ja ein Riesending, ne? Genau, von Marlex. Das war, glaube ich, der erste, der es in die damals Bravo Screen Fun geschafft hat. Genau, genau. Und auch mit seinem Nachfolgewerk. Damals ein Riesenaufschrei in der Szene. Damit ist er auch bekannt und groß geworden, meiner Ansicht nach. Also zumindest hab ich meinen Einstieg direkt über die Bravo Screen Fun dann gefunden. Habe das Ding von vorne bis hinten durchgespielt mit allen unterschiedlichen Enden, die damals eingebaut waren, was auch toll war, weil zu der Zeit, es war Anfang der 2000er, glaube ich, um den Dreh rum, glaube ich. Ja, das kommt ungefähr hin, ja. Irgend sowas, und da war das zum Beispiel noch nicht ganz so mit multiplen Enden. Also ich habe noch nicht viele Spiele gespielt, wo man verschiedene Enden haben kann, je nachdem, was man tut. Fand ich der absolute Hammer, und das Spiel hatte gleich 5 davon. Okay. 3 oder 5, irgend sowas, ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es angespielt, weil das war nämlich die Zeit, wo ich mir gedacht habe, jetzt machst du auch sowas. Aha. Und ich fand es ganz interessant, mit dem RPG-Maker zu arbeiten. Hat eine Menge Spaß gemacht, aber irgendwann fehlt einem doch die Zeit, ne? Und da eine Variable und hier und da und dies. Und dann ging es ans Anpassen der Gegner, und da habe ich dann irgendwo die Lust verloren. Ja. Ich weiß nicht, dann kam auch, glaube ich, wieder ein neues Spiel. Ich glaube, das war so meine World of Warcraft-Zeit. Ja, genau. Es ist halt eben doch nicht so einfach. Die Spiele sehen so einfach und simpel aus, aber wenn sie gut sind, ist es das eben nicht. Und vor allem, man muss sich aber vorstellen, so ein Spiel wie Vampire's Dawn, das ist darauf ausgelegt, dass man auch ziemlich viel levelt, und Level geht bis 50 bei dem Spiel. Ja. Und es dauert eine ganze Weile. Und die Map ist riesengroß, man hat viele Geheimnisse zu entdecken, auch bei vielen anderen RPG-Maker-Games, und man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die meisten Games von einer einzigen Person gemacht werden. Genau. Und zwar absolut in jeder Kleinigkeit. Und das ist, was ich persönlich so faszinierend finde, dass Leute die Motivation haben und die Inspiration, alles so detailliert durchzugehen, durchzuplanen und dann wirklich durchziehen und dann solche richtig schönen Titel dabei rauskommen, die es sogar dann auch teilweise ein bisschen ins Rampenlicht der Öffentlichkeit schaffen. Ja, sind das Liebhabertitel, würdest du sagen? Oder kann man auch sagen, Leute, spielt das Spiel, es ist einfach ein geiles Spiel, selbst wenn ihr keine Liebhaber seid? Das sehe ich so und so. Ich sag mal so, für Szene-Leute definitiv. Vor allem für Leute, die halt RPGs mögen und auch alte Final Fantasy gespielt haben oder eigentlich auch noch aktuelle, weil Final Fantasy ist nichts anderes damals gewesen. Bei uns Final Fantasy VI für den Super Nintendo, ein äußerst legendärer Titel. Wahnsinnig gut. Super gut, ja. Ja, und es hat sich an der Formel an sich nicht viel verändert, bis auf dass eben die Mega-Grafiken da ja immer reingebombt werden mittlerweile. Aber das schöne Kampfsystem, bis zu 13, hatte sich nicht verändert. Rundenbasierend, man hat seine Zauber, man hat seine Angriffe, man kann abwehren, das war's. Genau. Und das sieht man hauptsächlich auch bei den meisten RPG-Maker-Spielen, allerdings nicht nur. Ich habe nämlich auch noch ein anderes Game gespielt, das ist ein bisschen anders von der Machart, das hieß War Tools. Von einem Kerl, Red Cube heißt der, wahnsinnig intelligenter Kerl, ein Ersteller, super Kerl. Das Spiel handelt darum, im Jahr 3000 irgendwas, also entfernte Zukunft, sind wir die Menschen ins All vorgedrungen und sind in Krieg mit einer Alienrasse, und das schon so lange, dass keiner mehr weiß, warum überhaupt, was ich auch ein sehr schönes Thema fand. Ja. Und wir sind quasi ein Hybriden-Klon, den spielen wir, und wir müssen uns da zurechtfinden. Wir bekommen gezeigt, wie der Kerl in der Akademie ausgebildet wird, der knallharte Alltag, wie dann eben richtige Menschen mit Klonen umgehen. Eben quasi das Thema du bist Abschaum, was auch immer, du bist eh nur Kanonenfutter für unsere Front. Fand ich sehr faszinierend. Ist auch ein sehr brutales Game. Ja. So würde ich schon, 16... kann man schon sagen, fast einstufen, ist halt, okay. Ist halt nicht zimperlich. Das zeigt halt wirklich die Brutalität, und ich habe mit ihm gesprochen mal mit Red Cube, und er meinte, er wollte einfach die Stupidität und Brutalität des Militärs darstellen mit dem Ganzen, weil er nicht ganz so begeistert ist von Militär an sich, und das wollte er eben so in dem Game zeigen. Ist eine wahnsinnig gute Geschichte, und es ist eben auch ein Action-RPG, kann man sagen. Man hat rennt mit seiner MG rum und betätigt die MG auf Tastendruck. Ist kein grundbasiertes Kampfsystem, das heißt, man muss auch ausweichen, um zu überleben. Knallhart, aber da sieht man mal, es gibt so viele Möglichkeiten, das Ganze auszunutzen. Da gibt es so viele Fähigkeiten, so viele Möglichkeiten. Ja, dieses klassische 2D-RPG ist halt nicht immer nur Mittelalter, Burg, rette die Prinzessin. Ja. Ganz genau, das ist eben das, was viele nicht sehen. Immer nur, ja, es ist Fantasy, das ist nicht so meins, ich mochte Herr der Ringe schon nicht, deswegen nehme ich das auch nicht so. Eben nicht. Es wird in allen
Arten von Genre abgedeckt. Ich habe sogar letztens ein Witzgame entdeckt, das heißt Deine Mutter. Und da kann man sich schon vorstellen, was das sein soll. Das ist einfach nur eine Abhandlung von Deine Mutterwitzen, bloß grafisch auf dem RPG-Maker. Oh Gott. Total Banane, aber ganz im Ernst, man kann auch manchmal über stupide Sachen lachen. Richtig, es ist auch mal was anderes dann, ne? Ja, genau. Oder eben so ein Science-Fiction-Titel. Gibt's auch eine ganze andere Sache. Oder für mich der absolute Vorreiter, was Fantasy-RPG angeht, ist auch, was ich gerade noch spiele. Je nachdem, wann ihr euch das anguckt, vielleicht auch schon 2 Jahre her, Unterwegs in Düsterburg. Ja, da habe ich sogar reingeschaut, muss ich sagen. Ich hoffe, es gefällt dir. Tatsache. Und ich finde es ja total faszinierend, weil du machst ja im Gegensatz zu anderen, die spielen, liest du ja tatsächlich die Dialoge. Ganz genau. Und zwar, du sagst ja schon, du spielst gerne mit deiner Stimme und das hört man da eindeutig. Ganz genau. Das ist eben das, was ich liebe daran. Ich habe nach einer Weile gemerkt, ich spiele gerne mit meiner Stimme. Und wenn ich schon sowas mache, dann mache ich es auch von vorne bis hinten genauso, wie ich es haben will. Und zwar, wenn ich einen alten Mann habe, dann spreche ich eben ein kleines bisschen tiefer und etwas breiter. Oder wenn ich einen Jungen habe, dann spreche ich vielleicht auch mal so ein bisschen aktiver und was auch immer. Oder auch Frauen. Ganz im Ernst, ich will eben, weil eben nur Textbasis da ist, möchte ich meinen Zuschauern einfach mehr bieten, als das, was die meisten, sag ich jetzt mal, machen, die es nur vorlesen oder vielleicht nur durchscrollen und drüber reden. Ich möchte eben so zeigen, da ist Charakter da. Und vor allem, wenn man sich so hineinversetzen kann. Es gibt nämlich auch, gerade bei Wartools, auch ein paar Szenen, wo ich dann so in der Story und im Dialog drin war, dass ich mir hinterher dachte, wow, was war das gerade? Und es ist bei Unterwegs in Düsterburg genau dasselbe. Dann hast du alles richtig gemacht. Ganz genau. Das ist eben das, was ich denke. Ich möchte das machen, was ich gerne sehen würde. Und Richtig. Ich freue mich tierisch, dass es mittlerweile schon so vielen Leuten genauso sehen wie ich. Das ist eigentlich ein wunderschönes Abschlusswort. Der Timer hat sich nämlich gerade auch gemeldet. Aber ich habe nämlich noch eine Bitte an dich. Du hast gerade gesagt, wenn eine Frau da ist, machst du auch Frauen nach. Die hast du aber nicht synchronisiert gerade. Und das würde ich ganz gerne nochmal hören. Ja, also da spreche ich dann eher so in einer etwas höheren Stimmlage und ein kleines wenig dünner nach oben, wenn du verstehst, was ich meine. Super, absolut super. Ja, Screaming Mikey G. Von mir war's das für diese Folge Let's Talk. Du kriegst gleich noch ein paar Worte. Ich sag schon mal allen, die zugeguckt haben, ihr seid selber schuld, wenn ihr euch den Scheiß auch noch antut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich mach's gut, ihr macht's besser. Mikey, du hast noch ein paar Worte, bevor ich die Aufnahme cutte. Super. Ja, Leute, wie gesagt, hat mir tierisch Spaß gemacht, mit Hadi hier zu reden. Ich hoffe, euch hat's Zuhören auch Spaß gemacht. Ich bin gerne mal wieder da. Vielleicht mache ich auch noch ein kleines Projekt mit dem Hadi und ein paar anderen Leuten. Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Hat mir, wie gesagt, tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich gefalle euch von der Art und Weise, wie ich rüberkomme. Könnt ihr mal auf meinen Kanal gehen. Der Hadi hat sicherlich irgendwo eine kleine Verlinkung untergebracht. Und ja, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Rock your life, everybody. Cheerio.